Stettin, Hafenstadt im Nordwesten Polens mit 400.000 Einwohnern. Diesen Imbiss gibt es hier zwar erst seit einem Jahr, aber er ist schon in der ganzen Stadt bekannt. Die Menschen kommen hierher, um Piroggen ganz wie bei Mama zu essen. Ein traditionelles polnisches Teiggericht, das wieder in Mode gekommen ist. Der Chef, Marek Rogowski, macht hier die Piroggen selbst. Er hat es so schon als Kind von seiner Mutter gelernt. Traditionell werden Piroggen mit Quark und Kartoffeln, Sauerkraut und Pilzen, Spinat und Käse oder mit Fleisch gefüllt. Bis vor einigen Jahren hat er in einem Hotel bei Staatsbesuchen für Helmut Kohl und Jacques Chirac gekocht. Jetzt bringt er die traditionelle Küche für den Normalverdiener auf den Tisch. Und das schon ab 2,50 Euro. Piroggen sind trendy, aber auch unsere Tradition. Die Menschen hier haben die schon immer gegessen und das wird auch in Zukunft so sein. Die schmecken einfach lecker. Piroggen werden immer im Trend sein. Leider haben wir meist nicht die Zeit, sie auch zu Hause zu machen. Genau deshalb gehen sie in die Piroggania. Über 2000 kleine Teigtaschen werden hier täglich gegessen. Jung und alt, alle lieben die Piroggen. Ich kann keine Kebabs und Hotdogs mehr sehen. Deswegen esse ich zum Mittagessen viel lieber Piroggen. Diese Verbindung von Fleisch und dünnem, zartem Teig, das ist ein toller Geschmack. Und bei denen ist es so, sie schmecken überall etwas anders. Es ist auch eine Art Überraschung. Erinnerung an die Kindheit oder Überraschung, alles vereint in einem Bissen.